Ja, Matthias, wo sind wir hier? Wir sind in einem Zigarrengeschäft in Berlin und rauchen die besten Zigarren der Welt, nämlich Havannas. Und das passt, da wir auch leidenschaftliche Genussmenschen sind, sehr gut zu meinem Buch, was ich mitgebracht habe, nämlich Teufelsköche an den heißesten Herden der Welt von Juan Moreno. Und er beschreibt Menschen, die besessen sind von ihrem Beruf und die ihr Hobby sozusagen auch zum Beruf gemacht haben. Und es geht nicht um Rezepte, es geht nicht um Küchen oder Restaurants, sondern es geht wirklich um besessene Menschen. Und die sind in diesem Fall zufälligerweise Köche. Ja, um Genuss geht es auch bei mir. Weinstraßenabsturz heißt das Buch. Geschrieben hat es Markus Gutmann. Markus Gutmann kommt aus Pirmasens, das ist die Stadt der Schuhe eigentlich. Und in der Nähe von Pirmasens bin ich groß geworden. Das ist auch allein schon mal ein Grund, dieses Buch zur Hand zu nehmen und zu lesen. Im Mittelpunkt steht ein Winzer, der ein neues Hobby für sich entdeckt hat, nämlich die Fliegerei. Und bei einer dörflichen Flugschau bricht dann ein Pilot zusammen unter mysteriösen Umständen. Und diese mysteriösen Umstände müssen natürlich aufgeklärt werden. Der Wein spielt eine wichtige Rolle. Und da wir ja hier an einem Ort des Genusses sind, glaube ich, dass das sehr gut passt. Elmer Leonard, Djibouti ist mein Krimi-Tipp. Elmer Leonard hat Drehbücher geschrieben in Hollywood, ist eine ganz große Nummer. Schnappt Jordi, kennt bestimmt jeder. Diesmal steht eine Dokumentarfilmerin im Mittelpunkt der Geschichte und ihr Kameramann. Sie hat alles gewonnen, den Oscar, in Cannes alle Preise. Und sie sind auf dem Weg nach Djibouti, um Piraten im Roten Meer zu drehen und zu filmen, zu beobachten. Aber sie treffen auf einen Milliardär, sie treffen dann auf ein Model mit Heiratsplänen, sie treffen auf Al-Qaida-Terroristen und es dreht sich am Ende dann um einen entführten Tanker voller Flüssiggas. Also eine explosive Mischung ist das, die man hier geboten kriegt. Das ist geschrieben in diesem unnachahmlich coolen Stil von Elmer Leonard. Und ich weiß, du magst keine Krimis, aber das ist ein richtig guter Krimi. Also Krimis sind nicht meine Welt, deswegen habe ich auch den neuesten Nick Hornby mitgebracht, Small Country. Und es sind vier Erzählungen, kurze Erzählungen, die aber wieder mal auf der Höhe der Kunst sind von Nick Hornby. Denn das Faszinierende an ihm ist, finde ich, er schreibt leicht, unterhaltsam, aber gleichzeitig nachhaltig. Das heißt also für mich, dass das Ideal ist an der Unterhaltungsliteratur, nämlich Bücher zu schreiben, die im Kopf bleiben und trotzdem schnell und leicht zu lesen sind. Ja, ich lebe hier in der Nähe von Hamburg, direkt an der Elbe. Hier fließt die Spree vorbei und wir sehen im Hintergrund eine wunderschöne Brücke. Wie heißt die Brücke? Das ist die Oberbaumbrücke, die die Bezirke Kreuzberg und Friedrichshain jetzt wieder verbindet, nach vielen Jahren der Trennung. Und in Berlin ist ja auch ein Mann begraben, der lange Zeit hier uns alle sehr beglückt hat, nämlich Loriot. Und ich habe ein Buch mitgebracht von ihm oder beziehungsweise Gespräche mit ihm aus vier Jahrzehnten. Und daran beschreibt er nicht nur seine Kindheit und Jugend in Berlin, beziehungsweise dann auch in Stuttgart und seine Anfänge, sondern eben auch erzählt über den Humor, wie sein Humor entsteht, wie überhaupt Humor produziert wird, denn es ist ja eine harte Arbeit. Was niemand glaubt, das Leichte ist immer das Schwierigste. Ja, ich habe wieder ein Krimi mitgebracht. Das passt vielleicht nicht so ganz zu Loriot, aber auch diese Autorin ist zu Lebzeiten eine Klassikerin. Martha Grimes, Die Nacht des Verfolgers heißt dieser Roman, dieser Thriller, dieser Psychothriller. Und was eben ganz, ganz wichtig ist bei einem Psychothriller, sie spielt mit der Angst des Lesers, mit der Psyche des Lesers. Sie manipuliert nahezu die Leser, die dann atemlos dieser Handlung folgen. Das ist eine, wie ich finde, seltene Qualität. Man spürt der Autorin ihre Erfahrung an. Mich hat das wieder sehr beeindruckt, weil es gab auch Bücher von Martha Grimes, die nicht so spannend und nicht so perfekt konstruiert waren wie dieses. Und deswegen möchte ich das einfach empfehlen. Ja, wir haben jetzt insgesamt 6 Bücher vorgestellt. Und am Ende bleibt einem eigentlich nichts anderes, als den Zuschauern viel Spaß beim Lesen zu wünschen, oder? Das wünsche ich auch. Genau.